Ich war schon richtig. Aber wie kommen wir jetzt dahin? Ich glaube, wir müssen nochmal Taktik B anwenden. Den Moment. Aha! Sogar noch schneller tatsächlich. Nice. Es ist ein bisschen ein Umweg, aber ich weiß nicht mehr, wie ich in der First Place da reingekommen bin. Also mache ich mir jetzt gerade mal diesen Umweg. Aber wir waren richtig. Und das ist das Verwirrende. Ich weiß nicht wieso. Aber wir waren richtig. Wir mussten den Jellyfisch ansprechen. Da gibt es eine Treppe nach unten. Angeblich. Und da ist die Mitte. Oder ist das nicht die Mitte? Es sieht mir nach der Mitte aus. Lugt es hier? Sieht nicht so aus, dass es lugt. Und da unten ist irgendwie noch was. Aber es sagt beim Jellyfish. Vielleicht. Oh. Oh. Spider. Naja. Ich muss ja gar nicht da Spinnenzungen haben. Aber so fühle ich mich auch gerade so. Moment. Ich fühle mich auch gerade so. Bäh. Gut. Spider haben wir. Fehlen nur noch die Geister. Das Auge. Und beim Geist, das ist nämlich auch ganz merkwürdig. Wir waren da schon ganz oft. Ich war einfach nur zu blöd, da irgendwas zu bemerken, angeblich. Und jetzt weiß ich auch nicht mehr, wie wir da wieder dahin kommen. Aber wir waren richtig, wir müssen zum Spielplatz nochmal. Und zu den Docks. Oder vielleicht bin ich auch in der falschen Welt, oder? Ich weiß es nicht. Ah, es ist so verwirrend. Really? Ich bin die ganze Zeit im Kreis gelaufen. Okay. Ich merke, ich bin wahrscheinlich wirklich falsch abgewogen. Ich habe eine andere Idee allerdings. Ich glaube, ich bin nämlich in die falsche Welt reingegangen. In the first place. Versuchen wir es mal hier. War das die Welt? Ich glaube, das war sogar die Welt, ja. Versuchen wir es nochmal. Hier beim Spielplatz. Denn laut dem Walkthrough müssen wir hier hin. Und ich möchte mich wieder mal zutiefst entschuldigen, dass ich ein Walkthrough benutze, aber es hat zeittechnische Gründe, weil ihr wisst ja, Halloween ist jetzt direkt vor der Tür und ich möchte nicht dieses Projekt über Halloween überziehen. Was warst du nochmal? Vielleicht kannst du dir uns doch mehr weiter. Nee, kannst uns nicht weiterhelfen. Das weiß ich jetzt schon. Nee, das ist die Tür. Ich Vollidiot. Okay, wisst ihr was? Bevor wir irgendwas machen, am besten. Bevor wir den richtigen Effekt finden.
Speichern wir doch am besten einmal ab. Ich glaube, das wäre schlau. Nicht, dass ich nachher alle Endings haben möchte und ich bin da immer noch bei 15 Effekten, dann muss ich nochmal alle suchen. Ich habe übrigens mal ausprobiert, Wake Up zu klicken, während wir schon wach sind. Es macht nichts. Die piekst dich. Aber sonst nichts. Nicht das Auge. Wobei, das Auge ist tatsächlich ein guter Shortcut zum Nexus. Aber na gut, ich glaube, ich wollte hier lang. Hier wollte ich was ausprobieren. Nee, doch nicht hier. Ich wollte... Wo waren die denn? Waren die hier? Die Kegel. Yeah, da waren die Kegel. Vielleicht kommen wir so rüber schneller hin, wo ich hin will. Wenn es überhaupt das ist, was ich denke, was es ist. Wenn ich gerade überhaupt an den richtigen Ort denke. Das ist jetzt gerade nämlich das Wichtigste. Ist es überhaupt der richtige Ort, an den ich hier gerade denke? Sind die Vicky und ich überhaupt auf demselben Nenner? Das ist vielleicht gut zu wissen. Hier muss ich nicht lang, das weiß ich. Oder was doch hier? Ich möchte doch lieber den Kegel erstmal finden. Ich möchte mit meinem Anwalt sprechen. Ich fühle mich veräppelt. Warum ist es so schwer, diesen einen Kegel zu finden? Ah. Machen wir es doch mal andersrum. Ich gehe immer nach links, nach oben. Gehen wir doch mal rechts nach oben. Kannst du nicht sagen, wo der Kegel ist? Nee, okay. Aha, da ist er. Also ich meine, wer weiß. Ich weiß nicht, ob es das Richtige ist. Ich hoffe es einfach mal. Ich weiß nicht mehr, wo es uns hinführt. Da waren die anderen Kegel, aber ich... War das nicht sogar das Haus hier? Aha! Da wollte ich hin, genau. Um zu gucken, ob es überhaupt das Richtige ist. Denn angeblich... Oder ich weiß nicht, ob es das ist. Aber ich habe ja schon mal gesagt, warum sollte hier extra ein Wasserlevel sein? Weil hier angeblich etwas ist. Wenn es das ist, was ich denke, was es ist. Können wir hier weiter? Nö. Hier weiter? Nee. Können wir hier weiter? Ja, können wir. Aber wo führt uns das nochmal hin? Hier hin. Ich glaube, wir sind doch nicht auf demselben Nenner. Ich kann nämlich sagen, da stand eine Wasserwelt, wo eine Tür ist. Und diese Tür ist verschlossen und man muss sie mit dem H-Effekt aufmachen. Und ich kann auch schon direkt sagen, das war's nicht. Ha. Die Katze ist wieder da und der Junge. Hi. Aber am besten ist immer noch die Katze. Ich will mal was ausprobieren. Jetzt, da wir da sind. Ich weiß gar nicht, ob es das Richtige war. Also angeblich. Aha. Nee, da will ich nicht. Und das bringt mich zurück, zum Glück. Cool.
Es wäre also ein Shortcut gewesen für den Spinneneffekt, den wir eben hätten gebrauchen können. Danke. Also angeblich ist es hier, zu den Docks. Oh. Ach ja. Zu diesen Docks. Oder waren wir hier schon mal? Ich glaube, wir waren hier schon mal. Doch, wir waren hier schon mal. Ganz am Anfang. Ich bin ein Vollidiot, wie ich merke. Okay, zu den Docks. Ganz nach oben. Aber es gibt keinen ganz nach oben. Hier gibt es einen oben. Es gibt dann noch mehr oben. Da gibt es dann noch mehr oben. Da ist noch mehr oben. Oh, da ist was. Und das ist... Miss Swamp. Ich bewege mich gerade übrigens nicht. Ich drücke keine Taste. Blub, blub, blub. Nö, ich drücke gar nichts gerade. Blub, blub, blub. Blub, blub, blub. Blub, blub, blub. Blub, blub, blub. Wir kommen in die tiefsten Tiefen des tiefen Weltmeeres. Spannend. Ja. Dann haben wir das auch geschafft. Boah, aber darauf muss man... Doch, man kann darauf kommen. Ich war einfach nur zu blöd dafür. Können wir hier lang? Können wir nicht, okay. Dann hoppdiwupp ans Fahrrad und auf nach Südosten. Denn dort ist der Effekt. In diesem Labyrinth. Was ist hier? Da bin ich jetzt trotzdem gespannt. Ich will mir das trotzdem angucken. Oh, schöne Musik. Und ich merke, wir sind in einem Labyrinth wieder. Wunderbar. Wir haben es mal wieder geschafft. Wir haben uns verlaufen. Das ist natürlich cool. Dann will ich das mal ausprobieren. Okay, können wir nicht. Schade. Vielleicht gäbe es ja noch einen Witch-Flight-Effekt oder so. Doch, ja, doch, den gab es auch im Dot-Flow. Den gab es in Yuminiki im Original und im Dot-Flow, genau. Ich möchte hoffen, dass links und rechts wirklich nur links und rechts sind. Ansonsten müssen wir hier irgendwas anderes finden. Wie zum Beispiel hier. Hier scheint was zu sein. Zumindest hat es aufgehört zu scrollen. Das ist vielversprechend. Nanu, was bist du? Eine antike DJ-Maschine. Warum willst du da nicht durch? Oh, nee. Ich bin mir sicher, dass auch irgendwas cool ist, aber... Obwohl...
When in doubt. Okay, dann doch nicht. Hm, vielleicht können wir als Käfer. Nö, okay. Ich verstehe. Du willst mich noch beim letzten Effekt aufhalten, ich verstehe. Aber wenn es hier ein ganz West gibt, dann muss es hier auch ein ganz Ost geben. Aber wisst ihr was, dann gucken wir uns nochmal um. Schauen wir mal so, was gibt's denn hier? Eine freundliche Schnecke. Und eine Schaukel. Und ein Loch, in das wir jetzt nicht reinfallen werden. Okay. Oh, das hat sich geloopt. Okay. Dann. Das heißt, es gibt... Doch, dann gibt es einen Südost. Und das ist jetzt jeden Moment hier. Bist du ein Effekt? Nö. Aber du siehst cool aus. Oder vielleicht doch? Ja, wenn du überhaupt einfach angreifen. Okay, es geht dann wohl noch südlicher und noch östlicher. Oder auch nicht. Hm, aber ich will jetzt nicht Auge benutzen. Wahrscheinlich sind wir hier einfach nur etwas falsch. Wahrscheinlich müssen wir einfach nur wieder nach oben. Und dann ist alles okay. Hoffe ich. Gehen wir mal zurück. Vielleicht finden wir da noch was. Wer weiß. Vielleicht waren wir hier irgendwo falsch. Vielleicht müssen wir hier doch mal irgendwo weitergehen und dann finden wir etwas. Hier ist ein Weg. Oder auch nicht. Du machst es mir nicht einfach, Spiel, weißt du das? Da ist doch was. Etwas, was eigentlich vielversprechend aussehen sollte, es aber nicht ist. Aber hey, man kann es ja ausprobieren. Das ist in die komplett andere Richtung, aber egal. Oh. Oder wir sind doch gerade voll dabei. Also zumindest sieht es so aus. Denn warum sonst sollte es seine eigene Location haben? So. Das muss es sein. Really? Ach, Mann!
Das verstört mich jetzt gerade. Das bricht mir zutiefst mein Herz. Das macht mich gerade sehr traurig. 12 seconds later. Oh. Okay, wenn ich den Effekt benutze über Shift, dann passiert nichts. Aber wenn ich Enter drücke, dann plötzlich. Ja, das... Also ich meine, ja, es macht Sinn von einem technischen Standpunkt her. Ist aber trotzdem nicht cool. Aber naja, who cares? Wir haben jetzt gleich unseren letzten Effekt. Wenn ich mich jetzt hier nochmal zurechtfinde. Ghostfire. Da ist es doch. Okay. Auge. Ich frage mich, ob ich aufwachen kann und nochmal speichern kann. Ich kann nochmal speichern. Tatsache. Wunderbar. Na dann, würde ich sagen, ich mache einfach hier mal einen Hardcut und starte mal die Aufnahme neu, denn jetzt kommt nämlich der wirklich letzte Part, an dem ich alle Endings zeige. Wir haben jetzt alle Effekte, das Spiel ist noch nicht vorbei, also schauen wir mal, wie wir die Effekte bekommen, die Endings bekommen. Und bis dahin, Leute, habt noch einen schönen Tag.